Moin Moin, ich bin Jan Sieweking von der Firma Sieweking Sound und in diesem Video geht es um neue Kopfhörer der Firma HiFiMan. Bei HiFiMan hat es im vergangenen Jahr eine Reihe an Neuheiten gegeben und zwar gibt es eine ganz neue Serie an geschlossenen Kopfhörern, nämlich diese drei hier, und es gibt zwei überarbeitete offene Kopfhörer und zu diesen fünf Modellen möchte ich hier ein bisschen was erzählen, weil sie sind alle für sich besonders interessant. So, jetzt muss man wissen, wenn ein HiFiMan mit Bezeichnung HE heißt, steckt dahinter nicht irgendeine komische Nomenklatur, sondern der Herr He, ein Ingenieur aus Peking. Der war auch schon für die älteren HiFi-Modelle wie den HE4, HE5LE, HE6 und ähnliches zuständig. Und natürlich findet man seinen Namen auch im HE, also He 1000 SE. Aber das hier ist ein kleines Modell, das er sich hat einfallen lassen. Es ist ein dynamischer Kopfhörer, das heißt, innen drin ist eine Membran, die sich vor und zurück bewegt, wie man das eigentlich von Kopfhörern kennt. Aber das Besondere ist die Formgebung der Muscheln. Die kann man sich ja mal so angucken. Die sind etwas ungewöhnlich geformt. Wenn ich mir das Ganze aufsetze, könnte man meinen, das ist ein Bauarbeiterhelm. Ist es aber nicht. Sondern dahinter steckt eigentlich eine Idee der Firma Sony aus den 90er Jahren. Damals gab es einen legendären Kopfhörer. Das war nämlich der Sony R10. Damals viele tausend Mark teuer und klanglich legendär. Was hatte Sony sich überlegt? Die hatten sich genau diese Form der Muscheln überlegt, damit die rückwärtige Tonabstrahlung der Membran, die da innen drin verbaut ist, möglichst nicht zur Membran zurückgespiegelt wird. Die Idee hat HiFiMan jetzt aufgenommen und weiterentwickelt. So ist ein heutiger HiFiMan-Kopfhörer deutlich leichter als damals der Sony. Und bei diesem kleinen Modell macht man diese Formgebung der Muscheln aus Kunststoff. Das ist so ein Rotfarbton, der sieht ziemlich schick aus. Und es gibt noch ein besonderes Feature. Das ist eigentlich ein kabelgebundener Kopfhörer. Das Kabel kommt mit, wird hier unten so eingesteckt, einmal rechts, einmal links. Aber es gibt noch eine Spezialität. Es gibt, passend dazu, ein kleines Ansteckmodul. Das ist als Blue Mini bekannt, hat einen kleinen Stecker damit drin. Der kann hier einseitig angesteckt werden und dann kann man aus diesem eigentlich kabelgebundenen Kopfhörer nachrüstbar einen Bluetooth-Kopfhörer machen. Das heißt, die verbinden das mit ihrem Laptop, ihrem Fernseher, ihrem Handy, können dann über Bluetooth hören, tatsächlich über fünf verschiedene Standards, vom klassischen SBC über AAC für Apple bis zu aptX, aptX HD und tatsächlich sogar LDAC, das ist momentan das modernste, finden Sie bei einigen Luxustelefonen. Dann ist auch Bluetooth klanglich fast so gut wie das kabelgebundene. Wie gesagt, das kommt nicht mit, wird aber demnach nachrüstbar sein. Und wenn ich schon sage, das ist das kleinste Modell, ahnen Sie schon, es gibt auch noch andere. Der zweite Kopfhörer, über den ich sprechen möchte, ist der HE R10D. Was das mit dem R10 auf sich hat, hatte ich ja gerade schon beim kleinen R9 gesagt. Da ahnen Sie schon, ja. Das ist die gleiche Gehäuseform. In dem Fall aber tatsächlich genauso wie damals bei Sony in Holz ausgeführt. Holz hat ein günstigeres Resonanzverhalten. Das heißt, wenn man da drauf klopft, dann klingt das auch so, wie man das bei Holz erwarten würde. Anders als Kunststoff, hat einfach einen natürlicheren Klang, wenn man auch damit Musik hört. Das 10D steht in dem Fall für dynamischer Treiber. Sie ahnen schon, es gibt auch noch ein 10P, aber das ist ein neues Thema. Der dynamische Treiber, der hier drin verbaut ist, hat ein paar Besonderheiten. Dazu muss man wissen, der Firmengründer Dr. Fang Bian hat damals seine Doktorarbeit über Nanopartikel geschrieben. Und heute nutzt er dieses Wissen für die Beschichtung der dynamischen Treibermembran mit verschiedenen Nanopartikeln, die dafür sorgen, dass dieser Treiber weniger resonanzanfällig ist, weniger Störgeräusche macht. Das hören Sie tatsächlich auch. Man merkt durchaus, der kleine HER9 und der große 10er sind verwandt, klingen aber doch nicht gleich. Was bei dem Kopfhörer jetzt serienmäßig mitkommt, ist das Blue Mini Modul. Das wird ganz genauso angedockt und schon haben Sie einen Kopfhörer, den Sie sowohl kabelgebunden verwenden können, als auch per Bluetooth. Ich habe jetzt eine Menge Menschen kennengelernt, die nutzen genauso einen Kopfhörer. Entweder im Homeoffice, zum einen, weil sie nicht gestört werden wollen. Dafür ist ein geschlossener Kopfhörer natürlich super. Aber auch im Büro, weil sie nämlich Musik hören wollen, ohne ihre Kollegen zu stören. Das heißt, ob nun per Bluetooth oder Kabel, das funktioniert
recht gut und zuverlässig. Dieses Modul, dadurch, dass es austauschbar ist, lässt sich natürlich auch irgendwann gegen ein neueres austauschen. Wir sind jetzt aktuell in der dritten Generation dieses Modules. Ich bin mir ganz sicher, die vierte, fünfte und sechste werden wir in den nächsten Jahren auch noch erleben. Das heißt, Ihr Kopfhörer veraltet nicht. Wenn es dann neues Bluetooth-Standards geben sollte und sich irgendwann mal durchsetzen, Sie brauchen die, Sie holen sich ein neues Modul und Ihr Kopfhörer ist wieder up to date. Als geschlossener Kopfhörer macht er einen satten, kräftigen Bass, was typisch ist für geschlossene Kopfhörer. Aber was eher untypisch für er ist, er macht auch eine wirklich natürliche, angenehme, schöne Wiedergabe. Sie haben einen ganz gelösten Hochtonbereich. Sie können stundenlang damit Musik hören, ohne dass es anstrengend wird. Ein ganz toller Kopfhörer. Ich weiß, Sie schielen alle schon auf den, der in der Mitte ist. Weil wenn es einen 10D gibt, gibt es natürlich auch einen 10P. Ich nehme den mal in die Hand und stelle gleich mal fest, ja, das ist eine ganz andere Nummer, auch vom Gewicht. Das ist nicht das Kopfband, das ist nämlich nicht wirklich schwerer, sondern wir haben eine völlig andere Membrantechnik. Wir haben eine planarmagnetische Membran. Planarmagnetisch heißt, wir haben eine Folie. Auf dieser Folie sind Mäandern, das können Sie sich vorstellen, ne? Leiterbahnen aufgebracht. Es gibt auf der Vorder- und auf der Rückseite dieser Folie entsprechende Magnete. Und wenn das elektronische Signal der Musik durch die Leiterbahnen durchfließt, bewegt sich die ganze Folie vor zurück. Sie haben eine ganz, ganz große Fläche, die sich bewegt und es ist sehr verzerrungsarm. Es ist technisch jedoch deutlich aufwendiger als ein dynamischer Treiber und auch schwergewichtiger, weil sie die vielen Magnete brauchen. Und dann wollen wir den mal aufmachen und uns das angucken. Hier sieht man, genau die Membran. Das, was man hier sieht, sind die Magnete und die ganz, ganz dünnen Streifen, die man dann sehen kann, sind die Leiterbahnen. Das Ganze eingebaut hier in einen Aluminiumrahmen. Klanglich? Weltklasse. Das heißt, wenn man sich sowas aufsetzt, ich lasse das mal mit dem einen, haben wir hier diese Membran, die so super toll freischwingen kann. Ich habe natürlich das Ganze geschlossen, weil ich meine Abdeckung da drüber habe. Ich bin aber auf einem Niveau ganz, ganz dicht am offenen HiFi-Mensoswara. Dabei aber deutlich einfacher im Antrieb. Das heißt, ich kann diesen Kopfhörer auch mit einem kleinen Kopfhörerverstärker sinnvoll antreiben. Das Telefon ist wahrscheinlich nicht die richtige Wahl. Und über sowas wie Bluetooth müssen Sie gar nicht nachdenken. Der Kopfhörer zeigt so viel Auflösung und so viel Klangpotenzial, dass es eine echte Verschwendung wäre, Bluetooth dabei zu verwenden. Weil Bluetooth ist, egal welches Codec Sie dabei verwenden, im Moment immer noch stark datenreduziert. So, der HiR10P gehört sicherlich zu den weltbesten Kopfhörern. In den Internetforen schreibt man dann gerne von einem Endgame-Kopfhörer. Das sind diejenigen Kopfhörer, wo man eigentlich keinen anderen Kopfhörer mehr braucht. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich der einzige Kopfhörer ist, den man braucht. Wenn Sie in einem lauten Umfeld hören, die Familie nicht nerven wollen, dann ist es tatsächlich der Endgame-Kopfhörer. Wenn das nicht so ist, können Sie auch noch mal über einen offenen Kopfhörer nachdenken. Was an dem wichtig ist, Sie haben einen sehr erfolgreichen und gut klingenden Kopfhörer noch ein kleines Tick besser gemacht. Was Sie gemacht haben, ist, Sie haben die Magnetstruktur, die man hier leider nicht sehen kann, geändert. Und zwar dahingehend, dass diese Magnete, die da verbaut werden, nicht mehr eckig sind, also wie ein Quadrat, aber so lang, sondern die sind jetzt geformt wie ein Bootsrumpf, damit kleine Luftwirbel, die dazwischen durchkommen, weil die Membran sich natürlich vor und zurück bewegt mit dem Musiksignal, für weniger Interferenzen sorgen. Damit klingt der Kopfhörer nochmal freier und tatsächlich nochmal richtiger. Ist einfach ein bisschen natürlicher noch geworden, mit nur so einer kleinen Änderung. Ganz nebenbei ist er jetzt noch etwas leichter anzutreiben als vorher. Das war vorher schon unproblematisch. Jetzt geht's rein elektrisch mit der Leistung eines Telefons. Wer mehr hören möchte, nutzt bitte kein Telefon, nutzt einen richtigen Kopfhörerverstärker, eine sehr hochwertige Soundkarte. Das lohnt sich. Ein ganz beliebtes Modell für diejenigen, die sagen, ich will keinen vierstelligen Betrag für einen Kopfhörer ausgeben, aber ich will, dass es richtig gut ist. Das, der Ananda in der Version 2, ist die richtige Wahl. Das Modell Aya hat eine interessante Geschichte. Es gab mal bei HiFi-Man das Modell HE1000, das relativ schnell durch einen HE1000 V2, der wird bis heute verkauft, und dann später durch einen 1000 SE beerbt werden sollte. Aber die Membran im HE1000 war echt, echt gut. Und genau diese Membran hat man später für den Aya genutzt. Der Aya hat sich immer gut verkauft, hat einen kleinen Nachteil. Sie brauchen einen recht kräftigen Kopfhörerverstärker. Gehen Sie in die Richtung 2 Watt Ausgangsleistung
dann sind sie da richtig aufgehoben und dann haben sie einen für das Geld wirklich fantastisch spielenden Kopfhörer. Was haben sie jetzt gemacht? Ähnlich wie eben beieinander, man hat tatsächlich die Magnetstruktur verändert. Es gibt, wie eben angesprochen, jetzt diese Stealth-Magnete und man hat die Membran nochmal optimiert. Das heißt, man hat einen sehr guten Kopfhörer noch ein bisschen besser gemacht. Es bleibt dabei, sie brauchen einen Kopfhörerverstärker. Sie probieren das nicht am Handy, aber unverändert bleibt es auch dabei. Unglaublich viel natürlicher, warmer, angenehmer Klang, den man stundenlang zuhören kann. Ich setze ihn mal eben auf. Sie sehen das Kopfband hier in ganz schwarz. Sieht auch noch vergleichsweise elegant aus, weil es nicht so breit ist. Design kennen Sie auch von anderen Kopfhörern. Und der Kopfhörer sitzt, auch wenn man den Kopf dreht, ganz wunderbar stabil auf dem Kopf. Rutscht nicht, wenn Sie was in der Art machen. Selbst wenn das so eine dünne Konstruktion zu sein scheint, die hält sehr, sehr gut. Damit bin ich im Grunde mit meinen 5 Neuheiten bei HiFiMan durch. Es gibt bei HiFiMan natürlich auch noch andere Kopfhörer. Es gibt ein vorheriges Video, das Sie sich vielleicht einmal angucken wollen. HiFiMan ist diejenige Firma, die sich in erster Linie über wirklich guten Klang definiert. Und diese ganzen anderen Themen wie, kann ich meine Freunde damit beeindrucken? Das lassen wir mal beiseite. Es soll gut klingen.